Junterloch, du kannst also hören wir auf live mit mir, dem Digi-Helden und The Witcher 3 und Geralt in seiner neuen Tracht. Genau, er trägt einen angrianischen Kyras, das Oberteil also, kombiniert mit einer Axtkämpfer, mit einem Axtkämpfer-Set. Und das Axtkämpfer-Set ist genauso wie das Assassinen-Set, obwohl es eigentlich gar kein richtiges Set ist. Die Teile heißen einfach nur zufällig gleich Axtstiefel, Axthose und... Also Axtkämpferstiefel, Axtkämpferhose und Axtkämpferhandschuhe kombiniert halt mit dem Kyras, ja, genau, dem angrianischen oder angriischer Kyras, ja, das ergibt dann halt irgendwie diese Tracht und, ja, ist halt schön fürs Auge, ne? So, und deswegen gehen wir jetzt mal hier hoch, genau deswegen, weil es halt schön fürs Auge ist, habe ich mir nochmal schick gemacht für den aufstehenden Ozean, so wie das die netten Herren genannt haben und ja, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber wir haben halt diese Quest angenommen auf dem Weg zum Boxkampf, weil auf einmal irgendwie so ein, naja, da war halt irgendwie dieses Dorf und die sagten, auf einmal war dieser Turm da und die sind halt bis hierhin gegangen, haben noch ein paar Leute reingeschickt und die sind nie wieder rausgekommen und boah, ich habe sicherheitshalber meine Katzenrüstung noch mitgenommen, falls es doch ein bisschen haarig wird, aber ansonsten, ja, lass uns loslegen. Oha, das ist... Wunderbar. Das Portal ist geschlossen. Von außen sah er kleiner aus. Sieht so aus. Oh! Nicht weiter eindringen. Sofort. Okay, Eindringling erkannt, nicht weiter eindringen. Eieiei, also. Was haben wir denn da? Wir haben... ein bisschen Golem-Balsam. Obwohl, das ist, glaube ich, mehr so ein Relikt oder so, ne? Relikt. Ach, verdammt, ich glaube, ich komme nochmal nach. Der Charakter, Tutorial, Bestialium. Und da haben wir... ein Konstrukt ist das wahrscheinlich. Würde ich mal sagen, ne? Dann Golem wird das sein. Und die sind halt gegen die mehr... die mehr... Lithium-Bombe und gegen Konstruktöl halt ein bisschen empfindlich, da werden sie halt ein bisschen zickig. Also wollen wir uns das mal ein bisschen zu eigen machen. Als erstes nehmen wir die Bombe. Ach, ein bisschen Feuer kann auch nicht schaden. Vielleicht habe ich die sogar gerade schon drin. Ja, genau, die habe ich gerade schon drin. Ja, das, da bin ich ja schon gut ausgerüstet eigentlich. Jetzt brauche ich mir nur noch das Balsam auf das Heft schmieren. Denn jetzt, wo ich halt mit dieser Rüstung rumlaufe, brauche ich vielleicht das ein oder andere bisschen Unterstützung mehr. Überlegenes Konstruktöl, das ist natürlich eine feine Sache, nicht? Achso, da brauche ich ja gar nicht. Ah, wie Platz auswählen. So. Gut, ja, das haben wir dann auch erledigt und dann geht's weiter mit, logisches Denken. Wir haben hier einmal den Raffer des Weißen und hier, Schneesturm. Und das ist halt, Schneesturm ist sowas wie überlegener Donner. Das müssen wir mal so machen. Dann haben wir halt irgendwie die, ich kann mich halt buffen. So nennt man das halt eigentlich so und dann später kann ich dann halt irgendwie auf die Heiltränke zurückgreifen. Das ist ganz schön schlau, glaube ich. Umkehren nach Herbeirufen fehlgeschlagen. Neutralisierung des Eindringlings. Verdammt! Das war... weg. Ich dachte, ich kann das setweise wechseln, aber das kann ich nicht setweise wechseln. Das ist ein bisschen schade. Deswegen muss ich... oh, fuck. Naja, ist ja klar. Na komm, das ist jetzt die Gelegenheit. Oh, das war zu viel. Und habe ich noch ein bisschen Schild? Nö. Oh, jetzt ist er böse.
Schwalbe schon weg? Vielleicht Schwalbe, ist Schwalbe rausgegangen. Donner. Achso, das habe ich gleich gewählt. Oh! Verdammt, doch, habe ich wohl gewählt. Trinken Sie bitte, danke. Das dauert echt nicht lange, ne? Das ist 20 Sekunden, wie lange dauert das? Er hat eine Fähre. Der Golem hat da eine faire Chance. Das muss man ja auch mal erwähnen. Wo zum Teufel ist mein Loot? Achso. Fackel ist schon angewählt. Aha, aha. Hier liegen noch ein paar Päckchen. Ah, das wusste doch. Ja, sehr gut. Schreib mir die an. Das ist mir so völlig Wurst. Da ist noch irgendwie so ein Portalchen. Was haben wir hier? Naja, es ist mehr so eine Art energetischer. So eine energetische Mauer, ne? Ja. Habe ich da nicht irgendwas Schönes? Hier drüben! Endlich ist jemand da, um mich zu befreien. Der ist schon ein bisschen älter, oder? Noch dazu nee. Ein berühmter Hexer. Den Göttern sei Dank. Was für ein Glück, dass du in Kovir bist. Hat dich König Tankred geschickt? Doch, oder die Gesellschaft für Magie? Weder noch. Und wir sind nicht in Kovir. Wir sind in Skellige. Die Leute hier haben mich angeheuert. Dein Turm hat einen großen Sturm über die Insel gebracht. Wir sind in Skellige? Wir wurden teleportiert? Oh, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Diese Magier, so wie der aussieht, kommen ja aus einem bestimmten Land. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das irgendwie auch noch zusätzlich in der Vergangenheit liegt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Der Turm ist mit einem defensiv-regulatorischen Magikon ausgestattet. Seines was? Seines magischen Verteidigungssystems. Es sorgt dafür, dass nur der Besitzer des Turms ihn benutzt. Wenn Eindringlinge kommen, werden die Zimmer verriegelt und der Zugang verweigert. Und da keiner von uns der Besitzer des Turms ist, hat der Golem mich angegriffen und dich eingesperrt. Und wie umgehen wir die anderen Schutzmaßnahmen? Wir müssen das defensiv-regulatorische Magikon deaktivieren. Der frühere Besitzer des Turms hat eine Abhandlung über das Beseitigen solcher Systeme geschrieben. Ja, natürlich. Gottfrieds omniöffnendes Grimoire. Er müsste ein Exemplar im Turm haben. Bitte such es. Wenn ich es habe, kann ich versuchen, das Sicherheitssystem zu umgehen und dich nach Hause und den Turm nach Kovir zu bringen. Ah, Entschuldigung, ich musste noch kurz irgendwie was trinken. Du scheinst zu wissen, wer ich bin, aber ich kenne nicht mal deinen Namen. Sigo Bunz, Magier und Zauberer am Hof in Pontvanis. Dieser Turm sollte mein neues Zuhause werden. Ich habe ihn bei einer Auktion gekauft. Einen Turm? Bei einer Auktion? Er gehörte Gottfried Stammfeld, einem bekannten Magier. Als er starb, haben seine Erben den Turm versteigert. Sie waren sehr misstrauisch. Niemand traute sich nachzusehen, was Onkel Gottfried in seinen bunten Gläsern aufbewahrte. Also ob die Inhalte ihn den Geruchssinn und sein linkes Auge gekostet hatten. Sie wollten den Turm mit allem darin verkaufen. Der Preis war unschlagbar. Ich konnte nicht widerstehen. Ein Schnäppsche. Jetzt, ich habe gefragt, wer bist du? Und erzähl mir die ganze Zeit was von dem Turm. Ich habe schon viele Wunder gesehen, aber ein Turm, der sich selbst teleportiert, ist mir neu. Dieses defensiv-regulatorische Magikon. Ich wollte darauf zugreifen. Es muss einen Fehler gegeben haben. Die Evakuierung wurde eingeleitet. Das Portal hat sich geöffnet und wir wurden nach Skellige katapultiert. Dadurch sind elektromagnetische Störungen entstanden. Deshalb der Sturm. Ich habe versprochen, den Sturm zu vertreiben. Dann musst du Gottfrieds omniöffnendes Grimoire finden. Aber natürlich, selbstverständlich tue ich das. Einige Leute aus dem Dorf sind reingekommen, oder? Ihre Überreste liegen neben dem Golem. Sie sind vor ein paar Tagen gekommen. Ich
war wegen ihrer Kleidung überrascht, aber ich wäre nie darauf gekommen, dass wir in Skellige sind. Es waren nur wenige, von einem Druiden angeführt. Der Turm warnte sie, aber sie haben nicht darauf gehört. Die Leute von Unskellig lachen bei Warnungen nur. Hätte der Turm sie nett gebeten und ihnen ein Horn voll Met angeboten, dann wären sie vielleicht gegangen. Tja, dann haben wir wohl alles, ne? Es ist an der Zeit, von hier zu verschwinden und den Turm heimzuschicken. Wo finde ich Gottfrieds Abhandlung? Weißt du das? Die Bibliothek wäre ein logischer Ort für die Suche. Der Schlüssel müsste im Labor sein. Wo liegt das? Wenn du den Raum gegenüber betrittst, siehst du links das Labor und geradeaus die Bibliothek. Aber vergiss nicht, du bist ein Eindringling. Der Turm wird versuchen, dich aufzuhalten oder dir das Leben schwer zu machen. Wir werden sehen, wer zuerst kapituliert. Zauber und versuche, die Barriere zu zerstören. Hey, er hat recht, hier liegen noch ein paar Skelliger. Sie wurden wohl auch vom Golem empfangen. Ein Wärmpenis? Sieht doch ein bisschen so aus, oder? Na, ein Bärenfell, das ist ein bisschen cool. Schade, hier war auch nicht so das sondertolle Ding drin. Also, war der Gang vorher auch? Eindringling im Turm. Westliche Gegenmaßnahmen eingeleitet. Na, haben wir? Wir haben Gegenmaßnahmen gegen die Gegenmaßnahmen eingeleitet. Gucken wir das alles von diesem felsigen Balkon an. Nein, da ist nichts zu sehen. Ja. Hexersinne. Oh. Sieht aus wie ein Schrank. Na? Tauchen sie jetzt? Wieso taucht er denn? Achso. Ich hab die ganze Zeit die Taste gedrückt, weil die man braucht, um bei Tomb Raider. Gott, jetzt bin ich wirklich. Das ist Tauchen noch, oder? Das ist auch Tauchen. Ja, die man halt braucht, um bei Tomb Raider zu tauchen, weil ich halt irgendwie immer noch Tomb Raider Anniversary spiele, oder wie immer das heißt. Jetzt gerade nicht mehr so aktiv, weil ich habe mir nochmal schnell Anno 2205 zwischengeschoben. Das, ich muss aber gestehen, das motiviert mich mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Also es, ja, es kann gefallen. Wenn man ein bisschen flexibel ist und nicht unbedingt so ein Anno-Nazi, dann kann man durchaus Spaß damit haben, so wie ich. Okay. Sie haben mich nicht entdeckt. Stufe 21. Was sind Ghule? Ghule, das sind Ghule. Da muss ich mal gucken. Ghule, ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Ich kann auch mal irgendwie kurz eine Abkürzung nehmen. Das sind keine Drakoniden. Das sind auch keine Bestien. Das sind. Was sind das? Das sind auch keine Konstrukte natürlich. Nekrophagen oder Orkoide? Fragen. Da. Die sind. Ja, ist ja klar. Und Axi mögen die nicht. Na, das passt ja. Ich wäre einmal noch nicht hier bei diesem Typen, bei dem ich halt meine Sachen zurücksetzen kann, ne? Meine Werte. Ist ein bisschen nervig auch. So, wollen wir mal gucken. Wir haben hier. Warum interessiert mich jetzt nicht? Aber ich brauche halt irgendwas gegen diese. Ah, wo ist das? Gift des Erhängten, das dient doch. Insektenöl brauche ich jetzt wohl nicht. Ne, das sind. Was ist hier? Oroninöl. Nekrophagenöl. Das waren auch Nekrophagen, ne? So. Okay. Ich hätte vielleicht mal meditieren sollen. Oh, und ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Oh, fuck. Egal.
Oh, Volltreffer. Ja, Gelegenheit verpasst. Das gibt's ja gar nicht. Mistviech. Mist. Oho, der langt aber zu. Meine Fresse. Jetzt. Oh, scheiße, ich hab gedacht, ich hab noch ein bisschen Zeit. Wie? Nein, oh Mist, ich war überfordert. Ich war überfordert, ich hab vergessen, wo zum Teufel ich, ich hab den Trank gewechselt und musste dann erstmal drüber nachdenken, wie ich den Trank denn jetzt nehme. Ach, das ist natürlich klar. Einmal lang drücken, um den Trank zu wechseln und einmal kurz drücken, um den Trank zu nehmen. So einfach ist das. Okay, hier kann ich speichern. Inventar. Mal gucken. Ich hatte ja mir irgendwie das Zeugs draufgeschmiert. Was hier? Nekrophagenöl. Zu gefährlich zu meditieren. Hässlicher Bastard. Was? Wo kam der denn her? Oh Gott, wo schlägst du denn hin, Junge? Ja, komm schon. Schon wieder weg, das Ding. Okay, jetzt kommen die nächsten, oder was? Ah. Oh! Fuck! Oh, voll in die Nase. Was noch? Ich dreh durch. Was ist das, ein Werwolf? Bist du jetzt eine Kuh? Ich hatte gerade fast die Kuh erschlagen. Und ich hab's nicht getan. Ich bin ein Held. Ich bin ein Digi-Held. Hallo Muku. Alles ist gut. Ich hätte fast die Kuh erschlagen. Ja, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Teil, denn dieser Teil ist leider schon wieder vorbei. Wenn du was zu sagen hast, dann schreib es in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf. Ansonsten ein Däumchen, darüber würde ich mich auch freuen. Und noch viel Spaß auf YouTube oder auf unserem Kanal. Und ja, und noch viel, viel Spaß so, ne, in deinem weiteren Leben, bla. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.